Ich bin meine selbst leid. Wenn du sagst, ich habe es satt, satt und müde von mir selbst zu sein, dann ist das der Auslöser der Veränderung, wenn du bereit bist, diese Worte zu sagen. Keine Ausreden mehr, keine Ausreden mehr. Ich habe noch nie eine Person getroffen, die erfolgreich war, die nicht ein großes Maß an Selbstdisziplin hatte. Selbstdisziplin und Leistungsbereitschaft und die Fähigkeit, den Prozess zu genießen und in der Lage zu sein, Verpflichtungen, Versprechen und Fristen einzuhalten, ist für den Erfolg unerlässlich. Keiner von uns kann es sich leisten, ein Leben zu führen, das von jemand anderem kontrolliert wird. Oder ein Leben, das von unseren Emotionen kontrolliert wird. Vor vielen Jahren habe ich gelernt, dass es zwei Arten von Menschen gibt. Es gibt den Typ Mensch, der sagt, ich werde warten, bis ich Lust dazu bekomme, bevor ich es tue. Und dann gibt es die Art von Person, die sagt, ich muss es tun, sodass ich Lust dazu bekomme. Man wird nie etwas zustande bringen, wenn man starr darauf wartet, den richtigen Moment zu spüren, um etwas zu tun. Wenn die andere Person sagt, nein, ich muss es tun und dann werde ich mich danach fühlen. Selbstdisziplin ist also in eurem Leben und in meinem Leben unerlässlich, wenn wir etwas erreichen wollen. Deshalb habe ich an diesem Wochenende für jeden von euch eine Herausforderung. Die Herausforderung ist einfach. Während ihr euer Wochenende verbringt, meistens ist das die leichtere Zeit in eurer Woche, also fragt euch. Übe ich in meinem Leben Selbstdisziplin aus? Tue ich die Dinge, die ich tun sollte, weil ich sie tun muss? Oder warte ich irgendwie darauf, den Moment zu spüren? Wenn ihr dieses Zitat nicht kennt, lebt danach. Man kann keine kleinere oder größere Beherrschung haben. Die Beherrschung über sich selbst, das ist Da Vinci. Da Vinci hat Erstaunliches aus einem Leben gemacht. Ich wollte ebenso erstaunliche Dinge mit meinem tun. Und wenn das Spiel ist, das wir spielen, wenn ich mein Glaubenssystem konstruieren kann, wenn ich mich jederzeit entscheiden kann, an etwas zu glauben, das mir mehr Kraft gibt, als ich im Moment zuvor geglaubt habe. Und das wird natürlich seinen Weg in meine Handlungen finden und mir erlauben, Dinge zu tun, die ich im Moment zuvor nicht tun konnte. Dann ist es wie der Moment in der Matrix, in dem Neo erkennt, dass er Kung Fu kann. Und so lustig das auch ist, das ist wie ich über das Leben denke. Für mich besteht der ganz grundlegende Sinn des Lebens darin, herauszufinden, wie viele Fähigkeiten ich mir aneignen kann, die einen Nutzen haben. Und dann diesen Nutzen auf die Probe zu stellen, im Dienst von etwas Größerem als mir selbst. Hör auf, dich mit anderen zu vergleichen. Also das Erste, das du machst, ist aufzuhören, dich auf andere Menschen zu konzentrieren. Stattdessen konzentrierst du dich darauf, die beste Version von dir zu sein. Dann wirst du erkennen, dass du es verdienst, mit allen anderen an der großen Tafel zu sitzen, nachdem du das Beste geworden bist, das du sein kannst. Nun, wenn du erst einmal akzeptiert hast, dass du genauso viel Recht und Erfolg hast wie jeder andere auch, dann ist der nächste Schritt zu lernen, wie man redet. Du musst die Sprache des Erfolgs fließend beherrschen, damit du sie mit Leichtigkeit sprechen kannst. Umgib dich mit Menschen, die ihre Träume verwirklicht haben und tauche in die Kultur des Erfolgs ein. Die ideale Situation zu sterben für einen Mann oder eine Frau ist, wenn sie Familienmitglieder haben, die mit ihnen beten. Während sie hinübergehen, sagt er, aber stellt euch vor, ihr werdet auf eurem Sterbebett liegen und um euer Bett herum stehen die Geister der Träume, der Ideen, der Fähigkeiten, der Talente, die das Leben ihnen gegeben hat. Und du, aus welchem Grund auch immer, bist diesem Traum nie nachgegangen. Du hast diese Idee nie in die Tat umgesetzt. Du hast diese Talente nie genutzt. Du hast diese Talente nie genutzt und da stehen sie nun um dein Bett herum und schauen dich mit großen, wütenden Augen an und sagen, wir sind zu dir gekommen und nur du hättest uns das Leben schenken können und jetzt müssen wir für immer mit dir sterben. Und die Frage ist, wenn du heute stirbst, welche Träume, welche Ideen, welche Talente, welche Bücher, welche Musik, welche Führung
Welche Stimme wird mit dir sterben? Miles Monroe, ein großartiger Rhetoriker und Redner, sagte: Der wohlhabendste Ort auf dem Planeten ist kein Ort, wo es Essen gibt, wo es Öl im Boden gibt, ist nicht in Südafrika, wo der Diamant liegt. Der wohlhabendste Ort auf dem Planeten ist der Friedhof. Denn dort findest du Talente, Genies und Potenzial, das nie verwirklicht wurde. Vielleicht schrieb Henry David Thoreau deshalb die Worte, um den Punkt des Todes zu erreichen, nur um zu erkennen, dass man nie gelebt hat. Vielleicht ist das der Grund, warum ein unbekannter Schriftsteller die Worte schrieb: Was, wenn man sein ganzes Leben nur lebt, um zu entdecken, dass es falsch war? Dass es falsch war. Dass du auserwählt wurdest, etwas anderes zu tun und du es nicht getan hast. Bitte wiederholt Folgendes. Lebe vollkommen, stirb leer. Ich möchte, dass ihr euch einige Dinge notiert. Und ich möchte, dass ihr über eure Ziele und Träume in den drei Kategorien nachdenkt, die ich erwähnt habe. Persönlichen, beruflichen und euren sozialen Beitrag. Wie viele von euch wollen eure Träume nicht in euer Grab mitnehmen? Bitte hebt die Hände. Sehr gut. Schüttelt die Hände von jemandem zu eurer Rechten und Linken. Schaut ihnen in die Augen und sagt: Raus aus deinem Kopf und schreite in deine Großartigkeit. Tut das jetzt bitte gleich. Sagt: Raus aus deinem Kopf und schreite in deine Großartigkeit. Ich möchte, dass ihr das aufschreibt. Lasst es uns gemeinsam sagen, während ihr über eure Ziele und Träume nachdenkt. Lasst es uns gemeinsam sagen. Gemeinsam ist es möglich. Bitte. Ja, schreibt das auf. Sehen Sie, meine Damen und Herren, als Unternehmer. Ich bin ein Unternehmer seit 20 Jahren. Es ist mein 21. Jahr und ich hätte 34 Jahre lang sprechen und trainieren können, aber 14 Jahre lang habe ich in meinem Kopf gelebt. 14 Jahre lang habe ich mich selbst gestoppt. 14 Jahre lang. Früher habe ich Zig Ziglar besucht, den ich für einen der motivierendsten Redner auf diesem Planeten hielt. Zig Sigmund und Tony Robbins, sie sind die Besten auf dem Planeten. Bob Proctor, sie sind die Besten auf dem Planeten. Jack Canfield, Mark Victor Hansen, T. Harvick. Und ich würde gehen, um sie zu sehen, und dann würde sie wieder verlassen, im Gespräch mit mir selbst. Mein Herz würde sagen, ich kann das tun. Und dann würde mein Verstand fragen, wie? Wie würdest du das tun, Les Brown? Als ich in der 5. Klasse war, wurde ich als erziehungsunfähig und geistig zurückgeblieben diagnostiziert. Von der 5. Klasse in die 4. Klasse zurückversetzt. Als ich in der 8. Klasse war, bin ich wieder durchgefallen. Ich habe keine College-Ausbildung und ein Mann hat mein Leben verändert. Und ich werde seinen Namen nie vergessen. Mr. L. Washington. Er ist jetzt in seinen 80ern und blind von einem grünen Star. Aber er hat mir eine andere Sicht von mir selbst gegeben. Ich war in seiner Klasse und wartete auf einen anderen Schüler. Er kam herein und sagte: Junge Mann, geh zur Tafel und löse dieses Problem für mich. Ich sagte: Oh Sir, das kann ich nicht tun. Er sagte: Warum nicht? Ich sagte: Ich bin keiner von Ihren Studenten. Er sagte: Sieh mich an. Ja, Sir. Er sagte: Geh zur Tafel und löse das Problem irgendwie. Ich sagte: Sir, das kann ich nicht tun. Er sagte: Warum? Es ist absurd, weil ich ein Idiot bin, geistig behindert, Sir. Ich bin in der Sonderschule und die Schüler fingen an zu lachen. Sie sagten: Das ist Leslie, das ist nicht Wesley. Er ist D.T. Wesley. Er ist der Spot-Zwilling. Als er sagte: Wofür steht D.T.? Sagte ich: Ich bin der dumme Zwilling, Sir. Und als die Studenten mich auslachten, kam er hinter seinem Schreibtisch hervor, sah mich an und sagte: Sag das nie wieder. Die Meinung von jemand anders über dich muss nicht deine Realität werden. Auf der einen Seite wurde ich gedemütigt, auf der anderen Seite aber auch befreit, weil er mich mit den Augen Goethes ansah. Der sagte: Sieh einen Mann so, wie er ist. Er wird nur noch schlimmer. Aber sieh ihn an, als ob er das wäre, was er sein könnte, dann wird er das, was er sein sollte. Und so entwickelten wir eine Beziehung. Und eines der Dinge, die ich euch so sagen kann, wenn ihr über eure Ziele und Träume nachdenkt: Wir alle können im Geiste der Integrität sagen, dass es möglich ist, dass, wenn irgendjemand zu irgendeinem Zeitpunkt seinen Traum lebt, dann ist es auch möglich, dass ich meinen lebe. Und was ich getan habe, war, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich schaute auf meine Ziele und Träume und mein Verstand sagte: Wie willst du das machen? Ich ging von meinem Herzen zu meinem Verstand und ich blieb 14 Jahre lang dort. 14 Jahre lang. Diese 14 Jahre kann ich nicht zurückbringen. Diese Jahre sind vorbei. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu helfen, damit sie es nicht länger hinausschieben und hinauszögern. Habt ihr jemals über etwas nachgedacht, das ihr tun wolltet, und ihr habt es dann hinausgezögert? Ihr habt es euch selbst ausgeredet. Hebt bitte eure Hand. Es gibt ein Sprichwort, das besagt: Wenn es keinen Feind im Innern gibt, kann uns der Feind draußen nicht schaden.
Und wenn ihr euch eure Ziele und Träume anseht, müssen wir uns jeden Tag aufs Neue überzeugen. Wir müssen uns verkaufen, dass es möglich ist. Jedes Seminar, jeder Workshop, jedes Buch, jeder Redner, den ich jemals gelesen oder gehört habe, unterbrach das, was ich über mich selbst glaubte. Alles, was ihr tut, alles ist wichtig, wie ihr jeden einzelnen Tag verbringt. Ich weiß jetzt, wenn ich mit 63 Jahren zurückblicke und mein Leben betrachte, weiß ich, dass alles wichtig ist. T. Harv hat recht. Wie man etwas tut, ist wie man alles tut. Und mir wird klar, dass die Entscheidungen, die ich traf, darauf basierten, wie ich mich selbst sah. Lasst uns gemeinsam sagen, es ist notwendig. Schreibt das auf. Es ist notwendig, wenn ihr eure Ziele, eure Träume betrachtet. Es ist notwendig, dass ihr eine Strategie und einen Spielplan habt, um die Geschichte, die ihr über euch selbst glaubt, zu verändern. Und das ist ein andauernder Prozess. Ich habe herausgefunden, und das haben viele Menschen, dass das, was wir tun, was wir erreichen, was wir produzieren, ein Ergebnis der Geschichte ist, die wir über uns glauben. In meinem Lieblingsbuch heißt es, nicht diese Welt angepasst zu sein, transformiert zu werden durch die Erneuerung des Geistes. Und als ich begann, an mir selbst zu arbeiten, wurde mir klar, dass ich aus einer Story herauskomme und in eine andere Story eintrete, während mir einige Dinge bewusst werden, wenn es auch einige Dinge gibt, die mir noch nicht bewusst sind. Und so wachse ich immer noch. Ich wachse immer noch. Ich entwickle mich immer noch. Ich bin wie die Dame, die gesagt hat, Herr, ich bin nicht, was ich sein will. Bin nicht, was ich sein will, aber Gott sei Dank bin ich nicht, was ich mal war. Aber mir wurde klar, dass man regelmäßig an sich arbeiten muss. Schreib das auf. Für die geistige Einstellung. Für die geistige Einstellung und Ausdauer. Denn es werden Dinge mit dir geschehen. Ich glaube, dass der Grund dafür, dass die meisten Menschen mit ihren Begabungen und Fähigkeiten und Fertigkeiten ins Grab gehen, an der Tatsache liegt, dass viele wie ich nicht wussten, dass sie es wussten und dachten, sie wüssten es. Ich dachte, ich wüsste es selbst, aber ich wusste es wirklich nicht. Auch, dass ich dachte, ich hätte entdeckt, dass Menschen einen manchmal an einem Ort in einem selbst bringen können, an den man nicht alleine gehen kann. Der andere Grund ist, dass ich Angst hatte. Ich habe nie für ein Großunternehmen gearbeitet. Ich wollte für Großunternehmen sprechen. Ich hatte Angst, ich würde bloßgestellt werden, weil ich keine Hochschulausbildung habe. Ich fühlte mich minderwertig, weil ich keine Hochschulausbildung habe. Ich ließ zu, dass ich mich auf diesem Level der Angst und des Versagens selbst davon abhielt. Und weil ich nie eine Erfahrung damit gemacht habe, nahm ich an, dass ich es nicht tun konnte. Ich lähmte mich selbst, indem dem begrenzten Teil von mir glaubte und auch annahm. Anstatt zu glauben, dass ich etwas Besonderes habe. Ihr habt etwas Besonderes. Da gibt es da etwas, das ihr tun wollt. Nur weil ihr nicht wisst, wie es geht, heißt das nicht, dass ihr es nicht lernen könnt. Mir gefällt das, was ich gehört habe. Man muss nicht großartig sein, um anzufangen, aber muss anfangen, großartig zu sein. Sprecht mir bitte nach. Springt und lasst die Flügel wachsen auf dem Weg nach unten. Seht die Menschen, die ihre Träume leben werden. Die 2%, die das tun werden. Diese werden, und schreibt das auf, sie werden zu Risikoträgern. Sie sind risikofreudig. Es macht ihnen nichts aus zu versagen. Es macht ihnen nichts aus, Fehler zu machen. Sie sind bereit, das Leben auf sich zu nehmen. Sie sind bereit, das Leben am Kragen zu packen. Wiscombe sagte, wenn du nicht bereit bist, Risiken einzugehen, kannst du nicht wachsen. Und wenn du nicht wachsen kannst, kannst du nicht die beste Version von dir werden. Und wenn du nicht die beste Version werden kannst, kannst du nicht glücklich sein. Und wenn man nicht glücklich sein kann, was gibt es dann noch? Mir gefällt, was Helen Keller sagte. Sie sagte, das Leben ist kurz und unberechenbar. Ist zuerst das Dessert.